Sehr geehrte Leute, ich möchte euch heute Müll präsentieren. Aber nicht irgendein Müll, das hier ist nämlich alles, ja wirklich alles. Das hier und diese Tüte ist die Verpackung für dieses hier. Und was sich hier drinnen befindet, sehen wir jetzt. Es befindet sich eine Tasche drinnen, mehr nicht. Okay, das war's. Nein, Spaß beiseite. Okay, wir haben hier zwei Schraubenzieher, also zwei Torx-Schraubenzieher. Machen wir das einfach mal so ganz geschickt auf. Legen wir das zur Seite. Das auch erstmal kurz. In zwei unterschiedlichen Größen. Ja, also es sind halt, wie man noch hoffentlich erkennen kann, zwei unterschiedlich große Schraubenzieher, die wir hier dazu bekommen haben. Und wir gucken jetzt mal, was sich hier in dieser Tasche befindet. So, das hier brauchen wir nicht mehr. Und wir sind alle gespannt. Auf jeden Fall ist das, was hier drin ist, viel zu groß für die Tasche, weil die ist gar nicht mehr richtig zu. Wir haben hier einen Blade Runner Systems Replicant Trainer. Ohne lange drum zu schwafeln, machen wir den mal auf. Und meine Güte, ist das Teil riesig. Gucken wir einfach mal rein, was wir hier für Maße haben. So, ich habe hier diesmal mein schönes langes Lineal geholt. Und wir haben eine Klinglänge von satten 11 cm. Also wenn man da dieser kleinen Einkerbung hier misst, oder? Ne, es sind nicht mal so viele, es sind nur 10,45. Okay, und schauen wir mal, was es so im geschlossenen Zustand her macht. Und ja, das sind schon so um die 14, 15 cm, und zwar, ja, genau, 14,5. Ha. Warum will die Kamera jetzt wieder nur das, was da unten passiert, fokussieren? Und ja, ich finde es persönlich ziemlich schön. Wir haben hier an der Klinge wieder abgerundete Kanten. Also wirklich komplett runtergemacht. Wenn man hier mal guckt, sieht man, es ist okay. Man sieht halt, es ist eine richtige Kurve drinne. Auf der Klinge haben wir auch noch einen Aufdruck. Und zwar hier wieder von der Firma Flytanium. Und irgendwo schwirrt hier schon wieder eine Fliege rum. Na super. Das ist echt wieder mal Zufall. Die Klinge kann man nicht so gut nachschärfen. Es ist halt eine Trainerversion. Also man kann sie halt natürlich mit einer Flex nachschärfen und das Ganze. Aber empfehlen würde ich es nicht, weil dadurch macht man die Klinge kaputt. Das Material hält das bestimmt nicht aus. Und ja. Wir haben hier ein Latch, das durch ein Latch Gate in Position gehalten wird, mehr oder weniger. Also es kann auf jeden Fall nicht auf die Klinge treffen. Das ist eigentlich sehr gut. Ich werde es dann trotzdem abmachen, wenn ich dann damit flippen möchte. Und wir haben hier wieder Torx-Schrauben im Messer selber verbaut. Und ja. Ich weiß immer noch nicht, wie diese Konstruktion hier heißt, wo das halt auf diese Kante hier vorne stößt. Ich werde mich mal schlau machen, wie man das nennt, weil bei den anderen, das ist eine Double Tank Pin Construction, und hier, keine Ahnung, hier sind die Tank Pins halt einfach in den Handles drin verbaut. Und ja, mal schauen, wie das hier heißt. Also das würde mich selber auch mal interessieren. Und ja, wir haben momentan draußen schönes Wetter. Ich würde sagen, für die Details gehen wir einfach mal ein bisschen raus. Wir haben uns jetzt hier draußen zusammengefunden, damit ich ein bisschen über die Details und die Maße des Messers sprechen kann. Und zwar haben wir als Material erstmal hier für die Handles wurde weißes G10-Plastik verwendet. Und die blauen Linien darunter sollen wie bei dem Morpho 51 Titan sein. Was ich aber eher bezweifle bei dem Preis, aber es wurde so angegeben. Und naja, ich werde später noch was dazu sagen. Das ist okay. Bei der Klinge handelt es sich wieder um 44er C-Stahl. Wahrscheinlich ist das auch das gleiche wie beim Latch oder vielleicht, oder bei den Spacern, die hier verbaut sind, die auch blau anodisiert wurden. Und ja, kommen wir mal zu den Maßen. Und zwar haben wir eine Klingenlänge, also in Anführungszeichen Klingenlänge von 10,6 cm.
ungefähr. Dann haben wir im offenen Zustand eine Länge von sage und schreibe 25,1 cm und damit ist es offiziell der größte Butterfly-Trainer, den ich in meiner Sammlung habe. Ja, das ist schon ordentlich. Und im geschlossenen Zustand haben wir eine Länge von 14,7 cm. Und sorry, falls ich hier wackel, ich habe jetzt gerade nur meine Handykamera in der Hand. Bei der anderen Kamera hat jetzt der Akku endgültig aufgenommen, aufgegeben. Und ja, wir haben ein Gewicht von 152 Gramm. Also damit ist es auch nicht das ganz leichteste, was ich bisher habe. Das ist immer noch das Morpho 51. Ich dachte eigentlich nicht, dass es so schwer sein wird. Aber okay. Wir haben außerdem noch ein paar kleine Fehler, die ich hier gerade gefunden habe. Aber dazu werde ich dann später mehr erzählen. Ja, ich glaube, hier sieht man es auch schon. Ich hoffe, die andere Kamera macht dann, hat er das jetzt richtig aufgenommen. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Aber ja, es hat ein paar kleine Fehler. Hier zum Beispiel ist eine Kante drinne. Das sollte eigentlich bei einem 70 € Balisong-Trainer nicht passieren. Aber okay, man kann es halt nicht verhindern. Auch gleich nochmal schnell auf das Handle Play. Und ja, ich kann es jetzt leider nur mit einer Hand machen, aber das hier ist das Maximale, wenn man es belastet. Und ja, mehr ist da nicht drin. Das ist jetzt das Handle Play, also es ist noch in einem vernünftigen Bereich, kann man sagen. Also für mich ist das jetzt nicht weiter problematisch. Flippen kann man damit trotzdem dann auch gut. Und ja. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist ein schönes Messer. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder rein und dann mache ich mal das Fazit. So, und da sind wir eigentlich auch schon wieder drinne. Ich möchte jetzt mal schnell noch was zu meinem Fazit sagen. Also ich möchte jetzt mal mein Fazit bekannt geben. Und zwar mache ich hierfür mal mein Licht an. Es ist jetzt gerade dunkel geworden. Super. Ich möchte mal meinen, dass diese Liner hier, die blauen Striche, die ihr seht, kein echtes Titan sind, weil Titan ist wirklich ein sehr teures Material. Und das Messer insgesamt hat nur 70 € gekostet. Also die Handles hier können trotzdem G10 sein, aber ich glaube nicht, dass das hier echtes Titan ist. Und ja, mal ganz ehrlich, das Ledge nervt ein bisschen. Also man kann, es wird jetzt nicht direkt auf die Klinge treffen, aber wenn man halt zum Beispiel, naja, also da wäre mir doch ein Spring Ledge wie bei Morpho 51 lieber gewesen. Weil man kann halt trotzdem dann hier die ganze Anodisierung runter machen. Ja, aber egal, ich werde es ja sowieso abmachen. Also stört mich das dann nicht weiter. Und ja, was mir auch nebenbei noch aufgefallen ist, denn ist, dass hier das hier ein bisschen uneben ist, so, also dass hier ein paar Schrägen und Kanten drinne sind. Also für 70 €, das dürfte sowas eigentlich eher weniger passieren. Und hier haben wir halt auch, wenn man es jetzt sehen kann, die Kamera ist schon wieder unscharf und will nicht fokussieren, dann sieht man wahrscheinlich auch, dass hier eine kleine Kante drin ist. Wenn nicht, dann kann ich dann nachher mal noch ein Bild dazu einfügen. Ja. Und hier ist wieder, vielleicht sieht man das hier sogar besser, hier ist eine ziemliche Schwelle drin und das. Die Schrauben sind ein bisschen weit oben. Hier unten ist das fast genauso. Ja, also ist jetzt nicht gerade wirklich das Beste. Und hier ist, ja, vielleicht sieht man es, die eine Kante ein bisschen tiefer als die andere. Also, ja. Das sollte wirklich bei 70 € nicht passieren. Also, puh. Aber ich hatte manchmal bei einem anderen. Also bei einem Zuschauer bzw. einem Kumpel mich über das unterhalten, der hatte sich das vor einer ganzen Weile schon mal bestellt. Er hat gesagt, es ist einiges kaputt gegangen. Die Handle war gebrochen, dann war kein Ledge dabei und einige Schrauben haben gefehlt. Zum Glück war das bei mir nicht so. Also ich habe es jetzt zwar auch von einer anderen Firma geholt, aber wirklich, sowas sollte für ein Messer, was ca. 70 € kostet, bzw. ein Butterfly-Trainer echt nicht passieren. Da macht es halt Andux oder andere Firmen zum Beispiel besser, die halt auch solche Butterfly-Trainer herstellen. Aber okay, es sind ja halt auch keine echten
Messer hier, das hier sind ja jetzt nur Kopien von Originalen, also von dem Replikant hier in diesem Fall. Bei dem anderen, ja, ich weiß aus dem letzten Video, da war das auch kein echtes Morpho 51. Sondern war das auch nur eine Kopie. Und zwar, als ich es auseinandergebaut habe, hat es sich ein bisschen gelöst. Und ja, mir ist auch erst im Nachhinein aufgefallen, vielleicht sieht man es jetzt hier nicht so gut, weil das Licht ein bisschen blöd ist. Aber, nee, man sieht es nicht. Doch, man sieht's. Und zwar ist die eine Handle hier heller als diese hier. Da können wir ja mal kurz ins Licht gucken. Okay, man sieht es doch nicht so gut. Aber ich glaube, ich habe sogar Bilder gemacht, wo man das deutlicher sieht, dass die Handle hier etwas heller ist. Aber egal. Und ja, ich hatte mich auch im letzten Video schon korrigiert. Das hier ist doch das echte Benchmade-Logo, was hier drauf ist. Aber der Pocket Clip wurde nicht anodisiert. Also, der sollte eigentlich auch hellblau gefärbt sein. Ja. Aber es geht ja jetzt hier eher um das Blade Runner Systems Replikant. Und ja, also für die Vitrine ist es trotzdem ein sehr schönes Dekostück. Flippen kann man damit auch wenn es ziemlich riesig ist. Also man kann ja mal das Morpho daneben halten. Das war damals das zweitgrößte ungefähr. Und ihr seht schon, es ist um einiges länger. Aber so richtig um einiges länger. Ich glaube, die Klingen sind so fast gleich lang. Ne, obwohl doch nicht. Man sieht aber auf jeden Fall, wie winzig das Morpho 51 im Gegensatz zum BRS ist, zum Replikant. Also es ist schon ordentlich. Was ich jetzt auch nicht so schön finde, ist, dass hier zwischen den Liner und den Spacern, die hier drinnen verbaut wurden, kein Übergang ist. Also das heißt, es ist erstmal ein farblicher Unterschied und zweitens, wenn man hier drüber geht, fühlt man auch eine Kante. Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so schön. Aber naja, egal, man kann es jetzt nicht mehr verhindern. Man könnte es runterschleifen, aber dann geht die Farbe ab und ich bin jetzt nicht wirklich Profi im Anodisieren von Metall. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich recht zufrieden damit. Ob die 70 Euro ist ein Wert sind, naja, darüber kann man sich streiten. Und naja, das war's dann eigentlich auch schon von diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.